Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Fußballmanager 22, zum 1860 München Projekt. Wir sind in der Transferperiode 2024 in unserer dritten Saison, nachdem wir in der letzten Saison, in der letzten Folge, Ferrei verkauft haben für ganze 18 stolze Millionen an Hertha BSC Berlin und er da bestimmt sofort Stammspieler geworden ist. Ja, Pascal Groß ersetzte sofort und das war auch gefühlt das fehlende Puzzlestück bei dieser Mannschaft. Müssen wir jetzt einen neuen Zehner besorgen? Und das ist ja noch nicht mal alles. Wir haben ja noch ein Angebot für Alfie Dorrington. Das sieht auch alles nach Abschied aus. 15 Millionen. Dann haben wir ein Angebot für Vydra, Valencia. Sieht auch nach Abschied aus. Dann machen wir selber ein Angebot für Palenberg. Da gehen wir bis zu 6 Millionen. Und wir machen für Olivier Artissen. Ne, der ist einfach nur bei uns auf der Liste. Der steht einfach nur bei uns auf der Liste. Müssen wir auch nochmal gucken. Wir müssen einfach mal schauen, wo wir uns verstärken können. Das haben wir dann hier so für Position von Position zu Position. Karius. Wer schon? Luis Lord. Auch nicht schlecht vom Namen her. Schellenberg, ja, Leone. Da haben wir ja, aber der ist zu teuer gewesen. Dann haben wir Dorrington, der bei uns auf der Liste ist. Und dann können wir hier per Chures vielleicht aber noch ein bisschen Erfahrung holen für die Innenverteidigung. Wir brauchen ja einen neuen, wenn das jetzt wirklich alles so geht, wie es gehen sollte. Aber wir könnten auch mit... können wir gucken, dass wir was Richtiges wollen, also was Gescheites. Aber wenn er weggeht, das wäre natürlich jetzt bitter, wieder 5,5 nach Valencia, aber diesen Weg kann man ihn nicht zumachen. Diesen Weg kann man ihn wirklich nicht zumachen. Aber das Ding ist, die spielen auch, glaube ich, alle mit diesen Zehner. Ja, und da entwickeln die sich so stark. Da muss ich nochmal gucken, dass ich jetzt demnächst das neue Update nehme. Vielleicht, weil ich glaube, ich habe noch gar nicht das nächste Update genommen. Muss ich einfach mal schauen, dass ich das jetzt alles entwickle. Ich werde mich da mal schlau machen. Und dann gucken wir mal, sonst könnten wir uns auch mega stark spielen. Mal sehen, wie sieht das denn eigentlich hier statistisch aus in der Liga, die Bundesliga. Hoffmann spielt die mit 2 ZM. Ja, und beide sind auf einer 80. Auf einmal spielen sie da oben mit. Genauso wie... Wer denn noch zum Beispiel? Mainz? Die spielen alle damit. Alle spielen mit 2 ZM. Ne, hier. Dings da brummst du nicht. Dortmund spielt mit 3 Stück. Aber sonst spielen sie alle damit. Wasser? Shit, würde ich sagen. Krasser Shit. Wir müssen einfach mal schauen, auf jeden Fall Grünnagel, vielleicht eine Rückholaktion und ihn dann aufbauen, aber es wird wahrscheinlich auch nicht wirklich so laufen, wie man sich das wünscht. Palmerk ist halt bei uns auf der Liste, sonst gehen wir vielleicht mit Vidovic. Können wir noch einen jungen Kroaten aufbauen und unseren eigenen Modric vielleicht machen? Das wäre auch was, sonst hätten wir noch Erkellenkamp. Ja, okay, der hat keine Chance mehr, aber den könnten wir vielleicht ausleihen. Müssen wir halt mal schauen. Diego Rossi. Gibt es hier denn vielleicht irgendwelche Spieler, wo du sagst, okay, hier, Kevin De Bruyne, den holen wir. Easy going. Man kennt's. Man kennt's, man kennt's, man kennt's. Offensives Mittelfeld. Nein, ich wollte auf Innenverteidiger erstmal gehen. Innenverteidiger, offensives Mittelfeld verhandeln wir aktuell mit ein. So, dann wollen wir mindestens 3 Sterne. Mindestens muss der eine 76 haben, weil der sich sowieso bei uns entwickelt. Und dann gehen wir rein. Nur realistische Transfers. Ich kaufe Peter Melzer. Okay, okay, cool, 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 cool. Da haben sie wirklich Bruma, Melzer, Fedal, Ziereis, Brunner, Reese Oxford wäre natürlich noch Erfahrung, genauso wie Toprak, André Hofmann, Palais, Bruno Martins Indy, Lovren, Alexander Hart, Marton Dardai, der Innenverteidiger hier. Lambropoulos von Bremen. Wilhelme Ramos. Benluka Moritz, Filipovic. Simonovic, okay, 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 cool, 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 cool. Wir gehen mal, wir versuchen es mal anders. Wir gucken mal hier. Wo läuft der Vertrag aus? Bei Mensa, Fedal, hier ist ein etwas jüngerer, da wurde ein paar Jeckel, da läuft der Vertrag aus. Justin Hopmann. Es spielt sogar, ja, okay, Hoffenheim.
Dann Hark Damage. Es ist nicht wirklich was, wo ich jetzt sofort sage, okay, geil. Da muss ich einschlagen. Da muss ich einschlagen. Es ist gar nichts wirklich dabei. Das ist natürlich bitter. Bitter, bitter, bitter. Machen wir mal Bekanntheit auf 10. Wie klein die Liste dann ist, sehen wir dann ja. Und dann können wir auf die Stärksten gehen, wo wir wissen, okay, die sind wirklich die Stärksten. Ne, und dann gehen wir hier auf ablaufende Verträge. Also Jekyll wäre halt wirklich die Nummer 1 Stelle, aber der fehlt bis zum 20.06. Ja. Das kannst du vergessen. Ja, du, Tom Buck vielleicht. Ding ist halt, die sind. Es wird wahrscheinlich alles in die Richtung gehen, dass wir einen Oxford oder so oder Chris Smalling hier von AS Rom, einfach nur diese pure Entfernung. Phil Jones, dann hätten wir hier noch von Dortmund Jonah Hussek, Itakura von Schalke, Benjamin Klons. Wie sind denn die Jüngsten? Wie sehen denn die Jüngsten aus? Ach, ich bin noch stärker gegangen. Pegura, der ist sogar zum Verkauf. Collins bei Köln. Hussek, Rosenfelder, Lawrence. Maximilian Bauer, Leon Schneider. Sieht gut aus. Leon Schneider sieht gut aus. Ist auch schnell. Ich gehe die jetzt mal einzeln durch, weil ich auch einen sehr schnellen Verteidiger habe. Und dann heißt es mindestens 75 will ich da haben. Dann hätten wir Collins, 80er Geschwindigkeit. Ja, den habe ich auch bei meiner Hannover 96 Karriere. Da ist er auch ziemlich schnell. Und hier hat er sich schon einigermaßen entwickelt. Dann ist der die Nummer 1 aktuell auf der Liste. Dann haben wir noch Hussek, der ist nicht so schnell. Rosenfelder, gar nicht. Cedilia, der Franzose auch nicht. Lawrence ist auch nice. Sieht gut aus auf jeden Fall. Lawrence ist auch sogar auf der Liste, gut. Dann haben wir Maximilian Bauer, auch nicht. Stanisic geht auch noch. Leon Schneider. Leon Schneider ist eigentlich der mich am meisten anspricht, ne? Stand jetzt. Neben Collins. Weil der hat auch eine 70er Grundstärke. Eine Grundstärke von 71 sogar. Disziplin, es gab nie ein Problem. Er kommt aus der Jugend von Würzburg oder in Köln hat er gespielt. Ne, der hat aus der Jugend von Cottbus. Ne, bei Cottbus hat er auch schon mehrere gespielt. Wie alt ist er denn? 23. Würde ich sagen, wir gehen rein mit ihm. Kann sich einen Wechsel zu uns vorstellen. Wenn wir ihn für 4 Millionen, 5 Millionen kriegen, dann würde ich sagen, okay. Leon Schneider, sonst. Jekyll, ja, Jekyll ist halt wirklich das Problem, ne? Reece Oxford, wie sieht es bei dir aus? 74, ja. Ja, ist auch voll gescoutet, ne? Ja. Reece Oxford läuft auch bei Maximilian Bauer läuft der Vertrag aus, bei Collins nicht. Collins müssen wir wahrscheinlich auch weggehen. Dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, es wird halt eher so ein Spiel zeigen wir. Dann mache ich ein bisschen die Transferphase. Und dann müssen wir schauen. Ja, Large ist momentan gesetzter Zehner, aber da verhandeln wir von. Und ich war noch auf einen Stürmer fixiert. Mal noch gucken nach Stürmer. So, wo seid ihr denn, ihr Süßen? Noch irgendetwas Gutes. Erstmal gucken wir natürlich die Spieler, die auslaufen, ne? Demirovic. 14 Spiele, ein Tor. Wie sieht das eigentlich mit deiner Bilanz aus? 28 Spiele ja bei St. Gallen lief es. Hier so nicht wirklich. Dann hatten wir Vogelsammer von Union. Das wäre wirklich noch der Erfahrung. Ginzek. Woulet. Danny Welbeck. Jovetic. Er spricht mich an. Ich weiß nicht warum, aber dieser Spieler spricht mich gerade irgendwie an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Erfahrung uns was bringen würde. Grundstärke von 73, aber ich bin auch unsicher. Ich bin wirklich unsicher bei diesen beiden Spielern. Modest vielleicht nochmal ein Jahr. Salai. Julian Rieckhoff von Dortmund. Ihorst aus Bremen. Dass ich vielleicht auf was ganz anderes gehe. Felix Platte. Cedric Itten.
Henrik Weidern von Hannover, Kleindienz, Michael Gregorisch von Augsburg, Niklas Füllkrug. So, was ist denn das Stärkste, was momentan auf dem Markt für uns zu haben? Okay, warte. Ich kann hier auch Bekanntheit wieder runtergehen. Dann kann man hier schauen einfach. Ach, da wurde sogar mehr herausgefunden. Also mehr gefunden mit dieser nächste Bums. Jetzt gehen wir auf das Stärkste. Da haben wir Füllkrug, Belen, Ponja, Poljan, Palo, Jovetic, Salah, Demirovic. Demirovic. Dann hätten wir noch Choupo-Moting. Sorry, kurz, aber das der Rechner hat sich ein bisschen komisch angehört. Avonici. Er wäre schnell, ne? Er wäre schnell. Hätten wir auch voll gescoutet. Grundstärke 72, 7,3 Millionen. Aber das wäre wieder so eine Investition, wo man sagt, okay, krass. Oh, hier, Niang. Der war damals immer das Talent überhaupt. So. Den hat man immer irgendwie geholt. Damals, als das noch der originale 13er war. Oder vorher quasi. Da war so ein krasses Talent. Ich glaube sogar in der Milan-Jugend oder so. Da hat man sich geholt. Ja, er wäre auch schon nice, ne? Wäre schon geil, aber sonst ja eigentlich Chindele von Bayern 2, aber die wollen ja nicht, das ist ja auch nicht wirklich das Wahre, immer von Bayern zu holen. Auf was gehe ich? Gehe ich auf Erfahrung? Ich will eigentlich, wollte ich Erfahrung haben, ne? Und ich glaube, ich werde auch wirklich mit Jovetic reingehen, mal gucken, ab wann die gesprächsbereit sind. Wir versuchen es einfach mal auf 1 Million zu drücken, wenn ich ihn für 1 Million kriege und seinen Vertrag runterhandeln kann. Dann sieht es gut aus für uns. Dann zentrales Mittelfeld. Einfach mal schauen, was ist da auf dem Markt. Luis Holtby. Okay, wir müssen ein bisschen auf die Erfahrung oder das Talent hochgehen. So, dann haben wir Paulinho, Luis Holtby, Fernando, Jack Wilshere von Schalke. Okay, Evangelist. Jankiewicz, Saraga, Malonos, Omar Mascarell. Und wo die Verträge auslaufen? Bei Wilshere läuft der Vertrag sogar aus. Bin ich ein Fan von diesem Spieler. Der hat bei mir gefühlt alles gerissen, was man reißen konnte damals. Und wenn er weggeht, wir nehmen ihn auf die Liste. Wir nehmen ihn auf die Liste. Und wenn Vidra wirklich weggehen sollte nach Valencia, dann sind wir am Überlegen. Dann sind wir am Überlegen. Und dann hätten wir hier noch Kaufangebot Loris Karius als Ersatzkeeper. Der Verein sucht händedringend einen Interessenten. Kann ihn auch zu Saisonende. Noch haben wir ja noch Kirstein, aber dann. Gegen Saisonende haben wir einfach Loris Karius als Ersatzkeeper. Kann man beleben, würde ich sagen. So. Dann. Tatsächlich habe ich ja ausgesucht die Option B für offensives Mittelfeld, falls Palmberg nicht kommt. Yunus Mali, Zipermann, Blas, Messias, der Messias, ja, das wäre auch nice. Ekellenkamp von Hertha, ja. Simone Verdi, wie sieht es aus bei Milan? Die haben doch Maldini so ein Kaufangebot. Weiß ihr Angebot zurück? Ich hab den aber im Blickfeld. Das wäre jetzt nice gewesen, ne? Einfach Maldini so ein auch stellen wir uns. Hätte was auf jeden Fall. Abdulrahman. Aber hier sieht es auch nicht wirklich nach. Wir hätten nur hier Yunus Mali und so, da läuft der Vertrag auch alles ab. Das ist auch schon mal Palmberg. Ja, Palmberg bin ich ja gerade verpflichtet. Und ich denke auch, dass das was wird. Der 65.000, der verdient dann bei mir mehr. Und ich gehe jetzt erstmal weiter und wir sehen, was, wenn irgendein Transfer kommt. Bis gleich. So, erstmal die Nachricht des Tages. Wir haben unseren neuen Zehner. Palmberg wechselt für 6 Millionen für 4 Jahre. Bis 2027. Ja, 3 Jahre sogar zu uns. Und er verstärkt uns direkt. Pressekonferenz, Website wird da. Enttäuschende Vorstellung, okay. Spieler sind froh über die Neuverpflichtung. Keller ist über Neuverpflichtung begeistert. Okay, cool, cool, cool. Und die Nachricht überhaupt ist, dass... wo steht es? Wo steht es? Die Nachricht ist schon weg.
Die Ablöse, also der Transfer von Dorrington nach Köln, ist gescheitert. Die wollten keine 16,5 zahlen, sie haben nur 16 geboten und ich war stur und habe gesagt, nee, ich will meine 16,5 Millionen für ihn haben, weil er ein wichtiger Spieler meiner Mannschaft ist und sich da festgespielt hat, ne? Und ja, Jalzin ist wieder fit. So, dann kann man das so machen. Ich verkack's einfach gerade die ganze Zeit, ne, mit den Wechseln. So. Und für den Bogason, ja, den kann Booster doch mit, der einfach die bessere Form hat. Lahic hat auch eine gute Form, aber was soll's. Dann haben wir hier einen Lang und Bogarde ist gar nicht gut im Game. Ja, die Abwehr muss sich halt fangen. Die Freundschaftsspiele liefen suboptimal. Wir haben 4-2 jetzt das letzte Freundschaftsspiel gewonnen. Dafür haben wir 2-2 gespielt. Also, das war gar nicht gut. Und wenn ich hier mal gucke, guck da 2-2. Da haben wir sogar eine gelb-rote Karte gehabt. Jetzt kommt das letzte Freundschaftsspiel gegen Sturm Graz. Die habe ich auch alle schnell simuliert. Und mal gucken, ob vielleicht kommt noch der ein oder andere Spieler. Ich wollte noch mal, mir ist dann aufgefallen, ich wollte noch gucken nach einem Rechtsaußen. Da ich mit Hanere und Ibe ja so suboptimal zufrieden bin. Einfach mal ein Rechtsaußen. Vielleicht ist da noch irgendwas auf dem Markt, was die beiden sofort auf die Bank setzt. Wo sie einfach gar keine Chance haben. Da haben wir einmal Tanguy Koulibaly. Er hat bei Stuttgart gespielt. Ja, der ist eher für Linksaußen, ne? Ist eher Douglas Costas. Douglas Costa. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Ding. Dann haben wir noch Diallo hier. Also ich bin schon dafür, dass wir mit Koulibaly gehen. Ich nehme ihn ins Blickfeld. Ich scout ihn mal. Wenn er eine gute Zahl da hat, dann nehmen wir ihn mit. Sonst haben wir noch Luca Romero. Da müssen wir ein bisschen mehr zahlen. Ist er voll gescoutet? Luca Romero. Von Lazio Rom U23. Wir sind sogar zu Gesprächen bereit. Wie sieht das denn aus? 81, du bist eigentlich auch ziemlich stark, aber ich denke Koulibaly. Ah, Koulibaly ist zu teuer. Da können wir besser wirklich mit ihnen gehen. Den nehmen wir rein, Kaufangebot. Wir versuchen das zu drücken und gehen mit 6 Millionen rein. Sonst halt die pure Erfahrung. Douglas Costa. Den Vertrag können wir uns nicht leisten, aber wer weiß. Dann hätten wir noch Zolles hier. Der junge Grieche. Ibai Gomez. Was ist eigentlich mit dem Gomez? Junge? Hier, der Rechtsverteidiger. Wir gehen auf Position. So. Sergi Gomez. War das nicht? Nee, das war nicht der, der bei Dortmund gespielt hat. Isma, Jonathan, Elias, Lopez, Joe, James, Luis. Der war es auch nicht. Wo ist er denn? Der Ex-Dortmund-Spieler. Diego, Augustin, Jonathan, Jordi, Juan. Da, der müsste das sein. Ja. 44,3 Millionen hat sich einfach nach seinem Wechsel von Huesca. Anderlecht, 4.8.22 nach Villarreal. Läuft hart bei dir, würde ich sagen. Haben wir hier noch was Besonderes? Ne. Ja, Jose hier vielleicht. Nochmal einen Brasilianer holen. Das Blickfeld aufnehmen. Du scoutest ihn hier. Die sind ja gut vom Gehalt, ne, die jungen Brasilianer. Vielleicht wird das unser Neymar. Wydra stockt ein bisschen. Die haben es verangenommen. Also Valencia hat das Angebot halt angenommen. Für Wydra. Aber seitdem passiert nichts. Seitdem passiert einfach nichts mehr. Aber dafür haben wir jetzt andere gute Nachrichten. Wir haben Stefan Jovetic gekriegt mit der 73. Ersetzt er direkt. Hier kommt er, wir sind kurz vor dem Spiel gegen Nürnberg, macht er uns direkt nochmal eine Nummer stärker, verdient 750.000. Herzlich willkommen, ich hoffe, du bist hier glücklich und gibst 110%. Ich denke schon, dass er uns weiterbringen wird. Dann kann man die beiden hier halt immer gucken. Wir müssen aber schauen, ich habe ihm noch nicht versprochen, dass er jedes Spiel spielt. Müssen wir nach der Form schauen. Er wird akzeptiert, natürlich eine Pressekonferenz.
Dann haben wir ein Angebot für Heinz. Nein, das werde ich ablehnen, da ich ja noch mit meinen beiden Spielern hier plane. Wüter ist momentan bei einer 73 und wenn der nicht weggeht, dann verkaufe ich den auch nicht. Ich muss den nicht verkaufen. Wenn Valencia jetzt nicht kommt und sagt, okay, wir machen das, Nakai auch momentan eine Schule. Palmberg hat in seinem ersten Spiel direkt eine Vorlage gemacht beim 4:2 Sieg. Ne, 2:2 oder 4:2 Sieg, ich weiß es nicht mehr. Wir gehen mal auf Kalender, Ergebnisse und beim 2:0 Sieg hat der Hanere vorgelegt. Und ja, es stockt ein bisschen hier alles. Aber wir hoffen das Beste. Und damit ist es durch. Uyder verletzt den Verein. Watford hat zugeschlagen, denke ich. Nein, es ist endlich durch mit Valencia. Uyder kriegt eine Ausbildung, die Köln kriegt eine Ausbildungsentschädigung. Und Uyder wechselt für 6 Millionen nach Valencia. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Und auf einmal ist der auf der Transferliste. Ist das ein Zeichen vielleicht? Ibrahimovic, aber ich habe ja einen anderen auf der Liste. Wie die zentrale Mittelfeldposition. Da habe ich ja einen anderen auf der Liste, den ich irgendwie gerade, wo ich Bock drauf habe. Okay, wir hätten auch noch einen Benes, ne, hier. Oh, ja. Grünlage, Vasco Valls. Hat Valls nicht mal bei uns gespielt? Nee, der war nur auf meiner Liste. So, Bentaleb. Der war mal auf meiner Liste, da haben wir sogar mit gehandelt. Torben Rhein, hat der bei uns gespielt? Das kommt mir alles so vor, nee. Vielleicht kommt mir das einfach nur vor. Wilshere. Wir wollen auf Nakai setzen. Und Wilshere dann die Möglichkeit geben, sich bei uns zwischendurch, also und Nakai hinterhin aufbauen. So, da ist das hier. Grundlage für weitere Verhandlungen. Gehen wir auf 1,3, dann nehmen sie direkt an. Gut. Dann kann ich auch wahrscheinlich direkt in die Vertragsverhandlung gleich mit ihm gehen. Angebot für Heinz, nein. Wilshere ist angenommen. Wenn Wilshere nicht kommt, dann hole ich wieder ein Talent. Dann hole ich wahrscheinlich Ibrahimovic. Valencia, damit ist er endlich weg. So. Du hast Stammplatzgarantie. Du wirst in der Regel spielen. Wir gehen hoch auf 750.000, 1,3. Option für den Spieler so und passen am Karriereende. Der Vorstand wird das auf keinen Fall akzeptieren. Ah, kommt. Ja, 600.000 sagen sie ja. Vielleicht kommt er ja noch vor dem Spiel gegen Nürnberg. Glaube ich nicht dran, aber wäre schön. Wäre schön. Das wäre die Verstärkung, die man direkt braucht. Und da hätten wir internationale Erfahrungen, Wilshere. Luca Romero wird auch kommen. Du wirst in der Regel spielen. 4-Jahres-Vertrag. Ja, 550. Ja, wir gehen mit 500.000 rein. Machen wir so. Da haben wir auch noch einen neuen Rechtsaußen und Ibe kann das dritte Rad am Wagen werden. Wilshere ist schon direkt da. Wilshere ist direkt da. Beste Leben. Topspiel steht an. Topspiel steht an und Wilshere ist gekommen. Erstmal hier, bevor die Presse davon weiß, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Er ist verletzungsanfällig, aber wir haben ja noch einen Nakai, der ihn den Rang nach und nach ablaufen soll. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Nakai hat sogar Anspannung. Niklas Lang ist froh darüber. Und ich weiß, die Folge ist mega lang. Aber wir gehen jetzt in das Topspiel gegen Nürnberg, wo wir uns den ersten Platz holen können, wenn Bremen nebenbei patzt. Wenn Bremen nebenbei patzt, können wir uns den ersten Platz holen. So, Akman. So, Jovetic kommt jetzt rein. Der darf auch direkt sein Debüt geben. Nakai gibt sein Debüt. Niklas Lang hat einfach eine 15er Form. Ist einfach ein Monster. Den muss ich eigentlich reinsetzen. Ich mache ihn aber für Lukas May rein. Ugarte hat sich verletzt. Dann haben wir noch einen Booster mit einer 13er Form, aber das ist nicht so wichtig. Und wir gehen rein in die Partie gegen Nürnberg. Wir geben unser Bestes. Und ich bin echt gespannt, wie das hier jetzt gleich läuft. So. Rein da. Anpfiff, erste Halbzeit. Wir kriegen auch direkt die erste Chance in der ersten Minute. Eine sehr gute Chance. Okay, Hanere holt an der Strafraumgrenze elegant den Ball aus der Luft. Versucht es mit einem Direktschuss. Hübner geht gerade noch dazwischen. Ja. Und blockt den Ball ab. Aber ansonsten wäre wohl knapp vorbeigegangen. Aber egal, Hanere hat gehört, dass wir einen Spieler holen wollen. Und jetzt ist er heiß. Nürnberg spielt hier mit Abseitsfalle. Und da kommt sie auch direkt. Abseitsstellung von Köpke. Geist setzt sich das schön durch. Das war eine kleine Chance, aber bei seinem Pass in die Mitte ist die Sache eindeutig. Okay.
Gut, 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 gut. Dann geht's weiter. Palenberg bedient Jovetic. Die beiden neuen untereinander. Hübner im Strafraum mit einer schönen Körper. Der Hübner mit einer schönen Körpertäuschung aussteigen. Er sucht dann den Torschuss. Und sein abgefälschter Schuss geht einen Meter am Tor vorbei. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Ecke, ne? Wer macht jetzt eigentlich die Ecke? Niklas Lang noch die. Oh, da muss ich gleich nochmal gucken. Niklas Lang. Kopfball Dorrington. 1-0. Okay, ich brauche doch nicht gucken. Ich brauche doch nicht gucken. Okay, Niklas Lang ist aber auch kein Stammspieler, aber der hat einfach Monsterform und legt seinen Abwehrkollegen einfach das Tor vor. Beste Leben. Ja, es ist Nürnberg kontert in der 16. Minute, aber zu umständlich. Letztlich schießt Köpke weit am Kasten vorbei. Wir führen 1-0 durch Dorrington. Stark, sehr stark auf jeden Fall. Hübner beklagt sich nach einem angeblichen Foul an Yalcin. Etwas zu laut und kassiert dafür die gelben Karton. So, Meckern, wegen Meckerns, ja. Und jetzt kommt nochmal. Nakai versucht mit einem langen Ball Jovetic anzuspielen. Doch der steht im Abseits. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, nochmal. Dorrington mit einem ungenauen weiten Ball in die Spitze. Da war absolut niemand. Jetzt geht mal drauf. Mach mal ein bisschen Konzentration jetzt. Ich will mehr Chancen von uns sehen. Nein, es kommt aber direkt Nürnberg. Hofmann bedient Nürnberger. Der versucht auf 27 Meter den Ball ins lange Eck zu schlänzen. Keller ist aber auf der Hut. Und klärt zur Ecke. Stark, Keller. Stark. Keller ist ein Monster. Jetzt kommt die Ecke. Johannes Geis. Erst in diesem Spiel für Nürnberg. Schlägt den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt. Genauso, dass Keller nicht weiß, ob er herauskommen soll. Lukas Schleimer kommt zum Kopfball. Da fehlt aber das Tor um wenige Zentimeter. Ja, zwei Ecken und beide sind gefährlich, ne? Das ist unglaublich. Meine ging zum Glück rein, deren nicht. Nürnberg macht weiter Druck. Also ich sag, die sollen draufgehen und Nürnberg macht Druck. Geist zieht von der linken Seite zur Strafraumgrenze. Hält drauf. Aber sein Schuss wird von Dorrington noch abgelenkt und geht rechts am Tor vorbei. Dorrington ist ein Monster mit 1 und Niklas Lang auch stark. Niklas Lang holt sich jetzt gerade den Stammplatz einfach von Mai. Ich sehe es schon kommen. Die Ecke kommt gefährlich. Ich will einen neuen Innenverteidiger holen und der sieht das einfach als Provokation. Nee, 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 du hast 4 Innenverteidiger. Du brauchst keinen weiteren. Ecke von rechts. Sorensen. Warte, Dorrington nach einer. Der Ball landet nach einer Kopfballabwehr von Dorrington schließlich beim Sorensen. Der schießt sofort. Keller kann abwehren. Ist unten und kann abwehren. Ja. Hat sich warm geschossen. Jetzt haben wir nochmal Hübner riskiert. Ein Strafstoß. Dumpelgrätsche gegen Hanere. Und der Glück, dass Kevin anstatt nicht auf den Punkt zeigt, ja. Anstatt auf den Punkt zu zeichnen, anstatt, Junge. Jetzt kommt nochmal Nürnberg mit einer sehr guten Chance in 38 Minuten. Weite Kopfballvorlage von Pascal Köppe. Hofmann steht völlig frei vor Keller. Und schiebt trocken ein. Kurz vor der Halbzeit. Kurz vor der Halbzeit, das geht so nicht, Junge. Ihr könnt euch doch nicht jetzt so von denen an die Wand spielen lassen. Kommt schon. Jovetic muss sich noch warm spielen in unserer Liga. Jovetic, Jovetic, Jovetic. Ja, er holt sich hierzu, opfert sich für die Mannschaft und holt sich die gelbe Karte. Wir kriegen jetzt nochmal vor der Halbzeit eine gute Chance. Hanere dringt im Eiltempo in den Strafraum der Flanke ein. Legt Blenden zurück auf Nakai. Aus 15 Meter befördert diese Kugel, die Kugel mühelos an Matenia vorbei ins Netz. Oder Matenia. 2-1 kommt voller Halbzeit. Wichtig, 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 wichtig. 7. Vorlage von Hanere. Okay, stark. Stark ist ein Gittens. Der muss nur ins Game kommen, ne? Der muss nur ins Game kommen, Gittens. So. Es sieht gut aus von der Mannschaft her. Wir können unverändert erstmal reingehen. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Okay, eigentlich wär mir lieber ein bisschen sicherer alles. Aber sonst sieht das schon nice aus. Gleich kommt Wilshere mit seinem Debüt für mich. Da Nakai nur eine 3,5 hat und Joaquin kommt rein, da Gittens gar nicht ins Game kommt. 63. Wir gehen rein. Doppelwechsel Wilshere und Joaquin. Und dann hoffen wir einfach jetzt, dass da noch was passt. 3 Wechsel habe ich damit noch. Dann kommt noch ein Nagmann rein, ein bisschen später. Wie Jovetic nicht wirklich im Game ist. Und da müssen wir mal gucken. Heinz wahrscheinlich für Pushers. Heinz für Pushers, so. Ja, okay, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Erstmal müssen unsere Wechsel durch sein, damit es ein bisschen weiterläuft.
So, die Zeit muss noch ein bisschen weiterlaufen, kommt schon. Boah, brauchen die lange für die Wechsel. Und dann kommen die wechseln auch nochmal doppelt, ne? Bitter. Bitter, 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 bitter. So, jetzt läuft die Zeit ein bisschen. Jetzt kommt Heinz rein für Pushers. Backmann für Jovetic. Ja. Und Ibe wahrscheinlich dann auch gleich nochmal für Hanere. Einfach nur wegen der Frische. Einfach nur wegen der Frische. Aber hier passiert auch gar nichts gerade. Nur Wechsel. Seit der 63. Bringt den Flow auseinander. So. So, 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 so. Und jetzt müssen wir abwarten. Wir haben unsere 5 Wechsel durch. Die sind auch. Haben auch ihre Dinger. Eigentlich soweit es geht durch. Sörensen hat sich offenbar verletzt. Oh, nur eine Platzwunde. Gut, das ist nicht so schlimm. Handwerker kommt rein dafür. Hoffen wir einfach jetzt, dass das das Beste ist. Für beide. Und nein, Nürnberg kommt direkt. Sandhausen Boré läuft sich auf links frei. Flankt dann zu Pascal Köpke. Keller kommt aus dem Tor und pflückt den hohen Ball sich herunter. Ey, das geht so nicht. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, 13 Minuten noch. Macht hier was. Das ist die Möglichkeit, endlich an Nürnberg vorbeizuziehen. Lasst euch jetzt nicht an die Wand spielen. Da kriegen wir nochmal die Chance. Palmberg setzt sich gegen Nürnberg an einen harten Zweikampf durch. Spielt ab. Jalzin zieht ab. Und zwingt Martina zu einer tollen Parade. Ja, toll. Schade, schade, schade. Aber Palmberg ist on point, der Junge. Der junge Brasilianer ist on point. Jordi betreibt auf den Gräfen zu. Geh ab. Geh vorbei, das schaffst du. Komm. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Jetzt müsste unsere Chance kommen. Was passiert da jetzt? Kommt irgendwas? Da ist sie. Eine gute Chance. Ibe treibt den Ball nach vorne. Und wird von Beckmann heftig angefeuert. Mutig legt den Ball an Singraven vorbei. Und hat freie Bahn. Seine präzise Flanke in der Mitte muss Joaquin nur noch über die Linie drücken. Verfehlt aber ein geistiger Umnachtung den Ball. Oh, Joaquin, Junge. Da hätte ich Gittens noch drin haben müssen. Verunglückte Kopfballabwehr des ersten FC Nürnberg. Diese landete bei Jordan Ibe. Der ist mit einem Schuss aus 12 Metern versucht. Er trifft aber nur Jalzin. Aber egal, wir sind momentan im Druckmodus. Schäfer kommt jetzt für Köpke. Schäffler. Nicht Schäfer, Schäffler. So, die Gästefans singen nur Nürnberg ist eine schöne Stadt, da lässt sich's prima leben. Das glaube ich sofort. Bin ich mir nicht sicher, weil ich da noch nie war, aber ich glaube sofort, dass das bestimmt eine schöne Stadt ist. Und er pfeift ab. Wir gewinnen gegen Nürnberg das Topspiel. Wir gewinnen einfach das Topspiel und sind Tabellenführer. Das heißt, Bremen ist gescheitert. Sie haben uns gespoilert. Wir gucken uns erstmal die Statistiken an. 7:6 Chance. Sehr ausgeglichenes Spiel. Auch mit 54% und 46% bei Business Palmberg. Erstes Spiel direkt Spieler des Spiels. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Darmstadt spielt 1-0 gegen Kräuter Fürth. Bremen 0-2 gegen Hannover 96, wichtig für uns. Holstein Kiel 2-5 gegen Düsseldorf, stark. Pauli 4-1 gegen Kaiserslautern. Heidenheim 2-2 gegen Karlsruhe. Paderborn 2-0 gegen Bielefeld. Aue 2-2 gegen Osnabrück. Wir 2-1 gegen Nürnberg und Saarbrücken 1-0 gegen Braunschweig. Und wir sind damit Tabellenführer. Wir führen mit einem Punkt die Tabelle an. Ein Punkt vor Düsseldorf. Bremen ist auf dem 4. gesunken. Nürnberg auf dem 3. Wir sind Tabellenführer und den will ich jetzt halten. Den will ich jetzt auch halten. Wir gucken uns die Spieltagsstatistiken an. Kovanik Kierev. Von uns ist niemand drin. Okay, schade. Spieler des Tages ist Luca Sander. GG, würde ich sagen. Und damit würde ich auch die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und freut euch genauso wie Wilscher. In sein Gesicht sieht man die Freude auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass